Hi Leute, hier ist wieder der Thorsten und in diesem Video geht es mal um die Kameratasche von Amazon Basics. Es gibt ja jede Menge Produkte von Amazon Basics und das hier ist mein erstes Produkt von dieser Eigenmarke von Amazon. Und ich möchte euch einfach mal so meine ersten Eindrücke schildern. Es gibt ja auch Kamerarucksäcke und alles Mögliche von dieser Marke. Und wenn die alle so gut verarbeitet sind wie hier die, dann kann man da echt mal zuschlagen, denn der Preis ist wirklich sehr gut. Diese Kameratasche kostet jetzt gerade mal 20 Euro. Das ist die Medium-Variante, die habe ich mir für die Canon EOS M gekauft. Zu der Canon EOS M habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Und die ist jetzt nicht zu groß, nicht zu klein, genau perfekt dafür eigentlich. Auch für eine Spiegelreflexkamera, das zeige ich euch auch gleich mal noch. Und für meine Hauptausrüstung, die 6D und so weiter, habe ich ja auch eine extra Tasche. Da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Die ist dann auch etwas größer. Also hier Amazon Basics Verarbeitung finde ich wirklich sehr gut für das Geld. Und auch so von der Aufteilung her, das ist jetzt hier orange drin. Und diese Sachen hier, diese Zwischenräume kann man rausmachen, also kann man auch versetzen mit Klettverschluss eben. Das kennt man ja auch von anderen Taschen. Hier ist noch ein extra Fach für ein iPad oder irgendein anderes Tablet. iPad Mini zum Beispiel passt da wunderbar rein. Und hier oben sind noch Taschen. Hier sind zwei kleine Taschen. Dann haben wir hier noch extra Plätze für zum Beispiel Speicherkarten. Dann ist hier noch ein Reißverschluss und da kann man auch noch Sachen reinmachen. Also die kleine Tasche bietet eigentlich wirklich sehr viel Platz. Hier vorne haben wir auch noch Platz. Da kann man was reinmachen und hier sind auch noch solche Netze, da kann man auch noch schön was einspannen und für 20 Euro auf jeden Fall gut geeignet, würde ich sagen. Verarbeitung gefällt mir wirklich gut, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Auch hier diese Regenschutzlappen, sage ich mal, oder wie auch immer man das nennt, die gehen halt hier einfach so rein und für das Geld wurde da wirklich an vieles gedacht. Ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich eine EOS 600D reinmache. Vielleicht braucht ihr auch für solch eine Kamera diese Tasche. Ich habe hier die 600D mit dem Kit-Objektiv und die kann ich jetzt zum Beispiel einfach mal hier so reinlegen. Und ihr seht schon, das passt wunderbar. Die ist auch jetzt schon relativ sicher und fest hier drin. Und hier an der Seite habe ich jetzt trotzdem noch Platz für anderes Zubehör, vielleicht noch einen Aufsteckblitz. Und ja, hier würde sogar noch ein kleines zweites Objektiv reingehen. Also da ist wirklich Platz dafür. Akkuladegerät passt hier vorne rein. Speicherkarten, Zusatzakkus, da ist auf jeden Fall Platz dafür. Und ich habe mir das Ganze ja, wie gesagt, für die EOS M gekauft. Das ist die hier. Und die passt natürlich dann schon locker da rein. Also hier die EOS M in die Mitte. Und dann mache ich noch das ganze Zubehör da rein, wie jetzt zum Beispiel den Mount-Adapter, den Aufsteckblitz und so weiter. Und dann bin ich damit sehr gut bedient. Wie gesagt, 20 Euro, unschlagbarer Preis, finde ich. Auch die anderen Sachen von Amazon Basics, wenn die wirklich so gut verarbeitet sind oder ja, eben so sind wie diese Tasche hier, dann kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Zum Beispiel Kamerarucksack für 25 Euro, da kann man echt gar nichts sagen, wie ich finde. Und ich verlinke die ganzen Sachen in der Videobeschreibung, dann könnt ihr einfach mal schauen, weiter drüber lesen und so weiter, was euch genau interessiert. Und hier kann man natürlich auch zumachen vorne und dann hat man eine schöne kompakte Tasche, die man auch umhängen kann, also auch über die Schulter hängen kann. Ich bin wirklich zufrieden damit und kann sie auf jeden Fall empfehlen. Dann hoffe ich, das hilft euch weiter und wenn ihr noch andere Videos von mir sehen wollt, dann schaut mal hier in der Seite, da habe ich nämlich zwei verlinkt. Zum Beispiel geht es im ersten Video um die Canon EOS M, da habe ich mal euch gezeigt, wie die so ist, was oder warum ich mir die auch gekauft habe. Und darunter findet ihr das Video zu meiner anderen Kameratasche, das ist auch eine recht günstige, die ist aber schön groß und mit der bin ich auch jetzt schon sehr viele Jahre zufrieden. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt hier unten auf Abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft keine neuen Videos mehr zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und dann sage ich jetzt wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!